Authentication und API Protection. Hier ist kurz die Agenda. Einfach um Sie mal abzuholen, möchte ich kurz erklären, um was dreht sich dieses ganze Thema überhaupt. Das heißt, was sind eigentlich die Treiber, warum man Web Application Firewalls einsetzt und was sind die Hauptanwendungsfälle dafür. Danach will ich kurz das Deployment darstellen. Das heißt, wie werden die Systeme in Betrieb genommen, wie werden sie aufgebaut, wie schaut das Management aus und am Schluss noch so ein bisschen Zusammenfassung von diesen Themen. Ich glaube, die Treiber für Web Application Firewalls sind vielen von Ihnen klar. Dennoch möchte ich das noch mal kurz zusammenfassen. Was wir vor einigen Jahren gesehen haben, wie die Kommunikation zwischen Client- und Serveranwendungen stattgefunden hat, hat sich mittlerweile etwas verändert. Das heißt, die Standardprotokolls für eine Kommunikation und Datenaustausch sind in der Regel HTTP beziehungsweise heutzutage natürlich eingepackt in SSL oder TLS, HTTPS. Das heißt, die Anzahl der Protokolle hat sich reduziert. Es ist aber dennoch äußerst wichtig, dass man diese Protokolle sehr gut interpretieren kann. Und aus dem Grund gibt es eben Web Application Firewalls. Ich muss sagen, diese gehören heutzutage eigentlich schon zur Commodity oder zum Standard von Anwendungen. Denn man stellt fest, dass die Angriffe auf Anwendungen in der Regel auf das Layer 7 gehen, das heißt auf die Anwendungsschicht. Das Ganze habe ich Ihnen hier mal ein bisschen kurz zusammengefasst. Das heißt, was Sie hier sehen, sind so ein paar Standard-Anwendungsfälle von Kunden, warum Kunden eben auch Web Application Firewalls betreiben. Das Erste, was wir beim Kunden feststellen, ist in der Regel ein Schutz vor der OWASP Top 10. Das heißt, die OWASP Top 10 ist das Open Web Application and Security Project. Die veröffentlichen mehr oder weniger regelmäßig ein Ranking von Verletzbarkeiten, von Anwendungen. Und die Kunden sind eben bestrebt, diese Verletzbarkeiten mithilfe von Web Application Firewalls zu verhindern oder zu fixen. Das zweite große Thema, was eigentlich eine Waffe in der Regel adressieren soll, ist die Erkennung von Bots. Das ist deswegen besonders sinnvoll, weil ein Großteil der Angriffe, ein Fingerprinting, ein Probing oder der Angriff selbst mit automatisierten Tools stattfindet. Und deswegen ist es eine hervorragende Idee, eben auch mit einer Bot Prevention zu arbeiten. Was wir in vielen Kundenprojekten sehen im Bereich Denial of Service, ist zunächst mal Lahmlegen von Anwendungen auf den niedrigeren Schichten des OSI-Modells, also so ein Layer 3, Layer 4, Flooding, Syn-Flooding sehr häufig, Reflection-Attacken. Aber wir stellen eben auch fest, dass die Angriffe bis auf den Layer 7 hochgehen. Und bezüglich moderner Anwendungen wird man heutzutage feststellen oder analysieren können, dass die in der Regel eben über standardisierte Schnittstellen angesprochen werden, sprich APIs. Und das bedeutet natürlich auch, dass ein Layer 7 Schutzsystem API-Security-Funktionen immanent haben sollte. Und diese Schutzfunktionen werden sehr häufig kombiniert mit Traffic-Management-Funktionen. Das sind Funktionen, damit die Anwendung immer funktioniert, hochverfügbar ist oder einfach umleiten von Datenverkehrs. Das heißt, das ist dieses Umfeld, wo wir uns bewegen und wo wir eben Lösungen anbieten. Wenn wir uns jetzt klassische Deployments anschauen von Security-Instrumenten, stellen wir fest, wenn wir zum Beispiel in eine Cloud-Umgebung gehen, dass wir dort mit anderen Tools arbeiten, wie im eigenen, im Private Data Center. Oder wenn ich zum Beispiel mit einer SaaS-Lösung arbeite, dass ich dort auch wieder eine unterschiedliche Administration habe und vielleicht auch unterschiedliche Schutzverfahren und Schutzkonfigurationen. Das bedeutet, die Administration der Umgebung wird komplexer, es ist schwieriger zu handeln. Wenn ich Teile meiner Umgebung oder auch die ganze Umgebung automatisieren muss und ich mit unterschiedlichen Infrastrukturen arbeite, bedeutet das, dass ich jedes Mal die Automatisierung neu schreiben muss, was natürlich arbeitsaufwendig ist. Ich brauche Spezialisten, die das alles machen können. Und damit habe ich eben gewisse Herausforderungen, auch im Security-Umfeld. Das eine Tool lässt sich so bedienen, das andere so. Und die Tools haben eben auch unterschiedliche Ausprägungen, was die Untersuchung der Daten angeht, sprich, wie gut kann ein Angriff von Tool A, B oder C erkannt werden. Und letzten Endes muss ich diese Tools auch alle wieder zusammenbringen in ein Reporting-System, damit ich eben auch Auswertungen machen kann und überhaupt feststellen kann, was passiert mit meiner Anwendung, welcher Traffic geht drüber und welche Angriffe sehe ich beispielsweise. Was wir jetzt nun implementiert haben auf dem Markt, ist eine Cloud-Plattform, was als reine SaaS-Lösung funktioniert. Das heißt, der Kunde kann diese Anwendungszusatzdienste von uns als SaaS-Service einkaufen.
Die Komponenten bestehen zunächst mal aus einem zentralen Management Plane. Das sehen Sie hier oben in der Mitte, zentral dargestellt. Das ist über eine GUI administrierbar, aber auch vollständig automatisierbar. Das heißt, mit JSON und REST können Sie dieses Tool in Automatisierungsframeworks reinbringen, wie zum Beispiel Terraform, und können damit automatische Deployments von Anwendungen und auch von WAF und Sicherheitsfunktionen vornehmen. Und damit können Sie dann diese Web Application Firewall Produkte an beliebigen Stellen platzieren, sei es in der Public Cloud bei einem Hyperscaler, oder Sie können es auch genauso gut im eigenen Private Cloud Rechenzentren betreiben. Das ist hier nochmal so ein bisschen dargestellt. Auf der einen Seite unterstützen wir eben diese Integration Frameworks für eine Automatisierung. Das sehen Sie oben links, wie zum Beispiel also in GitLab oder in Terraform. Diese Komponenten kommunizieren dann mit einer zentralen Management-Konsole und von dort aus werden dann eben die Security-Services gesteuert und konfiguriert. Das sehen Sie hier in der Mitte. Das sind Funktionen, die ich gleich noch ein bisschen detaillierter darstelle. Das Reporting findet dann eben auch in Standard-Tools statt, die man heutzutage am Markt findet, wie zum Beispiel in Splunk oder in Datadog. Und die Technologien können Sie eben in ganz unterschiedlichen Umgebungen betreiben. Das ist rechts mal dargestellt, in unterschiedlichen Hyperscalern können Sie die Web Application Firewall betreiben. Sie können das als Edge Computing Device betreiben, wenn Sie abgesetzte Branch Offices beispielsweise haben oder auch im Private Data Center. Und diese verteilte Architektur, bestehend aus einer zentralen Management-Konsole und eben Komponenten für Web Application Security bzw. API Protection, das wird eben unter diesem Schlagwort WAP zusammengefasst. Der Produktname, worunter das F5 entsprechend vermarktet und verkauft, ist die F5 Distributed Cloud. Und wie eben schon mal kurz erwähnt, ist das ein reiner SaaS-Dienst. Das heißt, F5 kümmert sich um die Verteilung der Software, um das Deployment der Security-Software weltweit. Wir haben weltweit ein Anycast-Netzwerk gespannt mit POPs zu den nächsten und bedeutendsten Cloud-Providern. Und somit können wir eben die Security-Services direkt bei einem Cloud-Provider auch entsprechend anbieten. Und damit kann ich eben auch mehr Funktionen als eine klassische WAF repräsentieren. Ich kann die WAF repräsentieren, ich kann APIs absichern. Ich kann es sehr einfach über unterschiedliche Cloud-Plattformen realisieren. Es ist einfach in der Bedienung. Das heißt, Sie kümmern sich eigentlich nur noch um die Bedienung des Security-Tools, was wir zur Verfügung stellen. Und die Integration in die eigentliche Cloud-Umgebung, die haben wir vorgenommen. Und damit kann ich eben auch Anwendungen schneller und einfacher deployen und überwachen. Das, was wir als Dienst zur Verfügung gestellt haben, haben wir ursprünglich von der Firma Volterra, zumindest in Grundstrukturen, übernommen. Das ist ein weltweiter Backbone an der Stelle, den wir da übernommen haben. Und in diese weltweite Backbone-Technologie haben wir dann eben unsere Softwarekomponenten reingebracht und implementiert. Das ist hier mal dargestellt. Das heißt, auf der linken Seite findet man diese WAP-Komponenten. Und zusätzlich zu diesen WAP-Komponenten können eben Application Services hinzu konfiguriert werden. Application Services sind Dienste, die der Anwendung helfen, zuverlässiger und schneller zu kommunizieren. Das heißt, da sind Dienste dabei, wie zum Beispiel im Bereich DNS, dass man eine Namensauflösung zur Verfügung stellen kann, ein eingebautes Load Balancing, eine Überwachung der Services mit Application Insight. Und wir sind auch in der Lage, virtuelle Kubernetes-Cluster weltweit zu deployen und damit auch Anwendungen zwischen unterschiedlichen Infrastrukturen automatisch zu verteilen. Und damit eben angereichert Security-Schutzfunktionen für die Anwendung. Security-Schutzfunktionen im Bereich Layer 3, Layer 4 DDoS, Layer 7 DDoS, klassisches Web-Application-Firewalling mit Schutzverfahren, die zum Beispiel in der OWASP Top 10 dargestellt sind. Und dann eben eine Bot-Erkennung bzw. API-Security-Schutzfunktionen. Das weltweite Deployment finden Sie hier mal so ein bisschen High-Level dargestellt. Das heißt, hier sehen Sie die Weltkarte.
Und diese weißen Punkte sind im Prinzip die Breakouts von unserem weltweit verspannten Netzwerk, wo wir quasi direkten, sehr schnellen Zugang zu den Cloud-Providern haben. Und was wir eben darstellen können und als Service anbieten können, ist zum Beispiel über dieses global gespannte Netzwerk ein Denial-of-Service-Schutz, einen volumenbasierten Schutz. Das sehen Sie hier, bis zu 12 Terabit Scrubbing-Kapazität können wir anbieten. Und damit haben wir zunächst mal einen Grundschutz auf Layer 3, 4 im Bereich Denial-of-Service. Was dann dahinter implementiert wird, ist typischerweise die Web-Application-Firewall, das heißt, die zweite Überprüfungsschicht nach dem Scrubbing-Sender ist das Prüfen der Daten auf Layer 7. Das funktioniert mit Standardverfahren wie zum Beispiel Signaturen oder wir haben auch ein sogenanntes Thread-Campaign-Signaturset, wo wir im Prinzip sehr exakte Signaturen hinterlegen, die wir mit Hilfe von Honeypots erstellen können. Dadurch haben wir einen relativ guten Schutz gegen Zero-Day-Attacken und wir können die Signaturen auch sofort in den Blocking-Modus nehmen. Sie haben Logging-Funktionen eingebaut, Reporting-Funktionen in die GUI. Sie können das Ganze lokal in der Cloud vorhalten oder aber auch zu Remote-Systemen wegloggen. Der zweite Schutz dann neben der Web-Application-Firewall beziehungsweise der dritte neben Denial-of-Service ist eben die Bot-Erkennung, die zum einen signaturbasierend, relativ einfach und robust funktionieren kann. Es gibt aber auch Verhaltensanalysesysteme, wo geprüft wird, bewegt der Benutzer die Maus, wie schnell ist seine Tastatureingabe. Und dann machen wir quasi ein Profiling und so können wir relativ gut erkennen, ist das ein Bot oder ist das ein Mensch, der dran sitzt. Oder mit Hilfe von Maschinenlernverfahren können wir auch erkennen, ob zum Beispiel eine Clickfarm aus China automatisch oder mit Menschen Captures löst und können so eben diese Angriffsszenarien erkennen und blockieren. Und das ist eben unter diesem Verfahren Bot Defense zusammengefasst. Mit API Security bieten wir dann eben die Möglichkeit, für moderne Anwendungen Layer 7 Schutzverfahren zu implementieren. Moderne Anwendungen sind in der Regel Microservices, die laufen in Kubernetes-Umgebungen oder OpenShift-Umgebungen. Und diese Microservices werden heutzutage in der Regel eben über eine REST-API angesprochen mit JSON-Datenformat. Und mithilfe dieses API-Protection-Schutzes kann ich zum einen beispielsweise die API-Definition importieren und habe somit sofort eine Struktur über die API in der Web Application Firewall und kann diese schützen. Wenn mir diese Definition nicht vorliegt, weil ich eventuell eine sehr agile oder vielleicht auch schlecht strukturierte Anwendungsentwicklung habe, können wir auch mit Lernverfahren die API-Endpunkte lernen und dann die Policy entsprechend umsetzen. Das heißt, diese Lösung, die wir hier haben, ist im Prinzip ein SaaS-Dienst, den man konsumbasierend im Prinzip bezahlt und damit kann ich diese Standardanforderungen für Anwendungen, Standardsicherheitsanforderungen für Anwendungen relativ einfach implementieren. Das heißt, ich habe so einen klassischen Application Security Schutz dabei, den man heutzutage eigentlich immer in der Regel benötigt. Ich kann die OWASP Top 10 absichern, ich kann Bots erkennen, Layer 4, Layer 7, Denial of Service Angriff erkennen. Das Ganze wird lokal mitgeloggt. Es gibt Reporting-Funktionalitäten. Man kann externe Logging-Systeme anbinden. Und wenn man komplexere Umgebungen aufbaut, bieten wir auch Meshing-Komponenten an, wo man eben die unterschiedlichen Infrastrukturen miteinander verbinden kann. Also beispielsweise ein On-Premises-Data-Center mit einer Cloud A, Cloud B oder Cloud C. Das heißt, man baut eine Vermaschung auf. Und über diese Vermaschung kann ich zum einen Anwendungen hin und her schieben, ein Cloud Bursting beispielsweise machen. Und parallel habe ich eben durch diese zentrale Management-Konsole und den zentralen Ansatz auch gleichzeitig die Layer 7 Policies entsprechend alle umgesetzt. Genau, und das kann man eben über Technologien von F5 realisieren. Ich wäre damit am Ende meines Vortrags angelangt und ja, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.